So Leute, Peace. Und jetzt kommt mal ein besonderer Beziehungstipp für mich, ja. Den habe ich von keinem gehört, der kommt wieder ganz aus meinem eigenen Kopf, ja. Und zwar ist es so, wenn man in einer Beziehung ist, mit Mann und Frau, und sie gehen mal raus, ja. Und es kann Streit entstehen, zum Beispiel kommt jemand und sagt dann zum Beispiel, was willst du denn mit den Lappen oder so, ja. Und der Typ wird dann wütend und so kann schnell eine Boxerei entstehen, ja. Und jetzt gebe ich euch mal einen Tipp mit auf den Weg, den euch noch keiner gesagt hat, ja. Weil diesen Tipp sollte ich euch eigentlich nicht mit auf den Weg geben, aber ich gebe ihn euch mit auf den Weg, weil das mir egal ist, ja. Der löst nämlich Probleme unter der Beziehung, ja. Also erstmal, wenn so welche Sachen passieren, wenn ihr zusammen rausgeht und es kommt jemand, was willst du denn mit denen lappen oder es gibt Stress oder so, ja. Dann in erster Linie, wenn sowas ist, was willst du denn mit denen lappen? Dann hält der Mann normalerweise die Fresse. So geht es am besten, ja. Und das ist auch am besten, ich sag mal, ist auch ein bisschen manipulativ und funktioniert auf jeden Fall auch, wenn jeder das mitkriegt normalerweise, ja. Dass der Mann nicht gleich auf den Typ zugeht und dass eine Boxerei entsteht, sondern dass die Frau ihn in den Schutz nimmt, ja. Weil dieser Mann, der deinen Freund anpöbelt, der wird mit Sicherheit nicht deine Frau schlagen oder deine Frau belästigen, ja, sondern sollte die Frau von ihnen sagen, pass mal auf, was willst du denn mit den Lappen? Der Lappen ist mein Freund und wir lieben uns und wir gehen jetzt weiter, wir wollen keinen Stress. Das sollte die Frau sagen. So kann man am besten Stress aus dem Weg gehen, wenn man in einer Beziehung ist, ja, zwischen Mann und Frau, ja. So, und wenn das umgekehrt ist, ja, wenn eine Frau kommt und sie sagt, was willst du mit der Tussi denn überhaupt? Oder irgendwie sowas umgekehrt. Da muss der Mann sie in Schutz nehmen, ja? Pass mal auf, die Tussi ist meine Freundin und wir lieben uns und wir möchten keinen Stress. Wir hauen jetzt ab. Fertig. Und so geht man Ärger aus dem Weg, ne? Nur mal so als Tipp und als Beispiel, das funktioniert eigentlich gut, ja? Die meisten Dümmeren kennen was heißt Dümmeren? Ich möchte euch gar nicht als dumm bezeichnen, ja? Irgendwelche Menschen haben ja immer irgendwas auf dem Kasten, ja? Die können sich ja immer irgendwie boxen oder so, ne? Aber so geht es einfach besser, so kann man den Stress aus dem Weg gehen, ja. So, dass es funktioniert auf jeden Fall und es passiert keine Action, ja. Und ihr könnt beruhigt mit eurer Frau rausgehen, ohne dass eigentlich Action passiert, ja. Indem die Frau den Mann in Schutz nimmt, weil die Frau eher nicht angegriffen wird, ja. Indem sie sagt, wenn er sagt, blöder Lappen oder so ein Hampelmann oder so ein dummer Junge oder so. Keine Ahnung, irgendwie so ein Spruch, dass dieser Junge, dieser dumme Junge oder dieser Hampelmann oder was für immer du den hältst, ist mein Freund und ich liebe den und wir gehen jetzt weiter und wollen keinen Stress, ganz einfach. Und umgekehrt muss der Mann das machen, wenn die Frau angepöbelt wird von einer anderen Frau, ja? Was willst du denn mit diesem Kerl da oder so, oder? Nee, genau, die Frau sagt ja, was willst du denn mit der Tussi? Was willst du denn mit der Tussi da? Da muss der Mann den Schutz nehmen, ja? Und so kann man Ärger aus dem Weg gehen, man geht weiter und die Liebe wird fortgeführt. Ja, nochmal so als Tipp, als Beispiel. Man braucht sich nicht immer schlagen, man kann auch so Ärger aus dem Weg gehen, ja? So Leute, viel Spaß damit. Kam aus meinem eigenen Kopf, das hat mir kein anderer erzählt. Ich hab ja gesagt, meine Intelligenz funktioniert wunderbar. Ja, ich glaube, das klappt mit uns, oder?